herzlich begrüßen auch im Namen meines Kollegen Bürgermeister Klaus Peitz, im Namen unseres beiden auch dem Herrn Franz Josef Wagner, im Namen der Mitglieder des Rates der Stadt Andernach, im Namen aber sicher auch von der, jetzt sage ich einfach Frau Bianca. Es soll überhaupt keine Ironie oder Kritik an Doppelnamen sein. Ich habe es einfach auch vor dem Hintergrund der Maske mir nicht merken können. Ich werde ja bald 65, dann hat man schon das Privileg, dass man schon mal was vergisst. Aber ich glaube, Sie sind mir nicht böse. Ich habe ihr gleichzeitig angeboten, sie darf auch Herr Achim zu mir sein. Und ich begrüße natürlich auch die Mitarbeiterin, die, ich glaube, voller Engagement, soweit ich also den einen und die ein oder andere von euch habt, auch männliche Kollegen. Heute Morgen haben wir, glaube ich, männliche Kollegen für eine Kindertagesstätte. Aber ich glaube, euch sieht man die Begeisterung an, an dieser schönen Stätte dann auch beruflich tätig zu werden. Begeisterung, die getragen wird sicher vom Raumgefühl, vom körperlichen Empfinden, aber insbesondere von ihrer Tätigkeit, einer verantwortungsvollen Tätigkeit, nämlich unsere Kinder ins Leben zu begleiten. Und wir haben hier auch ein bisschen Kapazität, wenn ich dann auch Karl Werf und Frau Kapp begrüßen darf und die Mitarbeiter des Jugendamtes. Wir haben auch ein bisschen Kapazität, wenn Kinder aus der Ukraine zu uns kommen. Und Sie konnten sich vorstellen, ich habe gleich mit Karl Werf eben schon darüber gesprochen, das macht natürlich uns einen Großteil unserer Arbeit jetzt auch Menschen, menschenwürdig unterzubringen und vielleicht, man weiß ja nicht, wie lange der Krieg dauert, in die Gesellschaft zu integrieren. Und ich glaube, das beschäftigt uns alle vor dem Hintergrund der Folgen, die noch auszustehen sind. Und weil man manche Folgen auch besser erträgt, wenn das Unendliche dabei ist, wenn die Geistlichkeit dabei ist, darf ich Sie beide begrüßen, Frau Schulte und Herr Schlösser, Diakon der katholischen Kirche. Und Sie sind evangelische Kirche. Darf man Protestant sagen? Ja, darf man. So, und dann haben nicht wir natürlich. Nicht, wenn der Katholik neben will. Hat er jetzt gesagt? Nicht, wenn der Katholik neben will. Ja. Ist er evangelisch. Und dann haben wir eine Architektin und eine Bauleiterin. Also unsere Bauleiterin, die für dieses Vorhaben mit zuständig war seitens der Stadt Andernach, ist die Frau Eva Kern. Und der Markus Umscheiden ist der Leiter des Hochbauamtes. Also ihr zwei habt hier tatkräftig geschaut, ob alles in Ordnung ist. Und dann darf ich meinen Freund, ich darf das so sagen, und Nachbar Asghar Mulkocz herzlich begrüßen vom Büro MP und seine Bauleiterin. Wir haben uns auch schon mal an der Baustelle kennengelernt. Und wir als in der Bauherrenschaft sind wir immer froh, wenn während eines Bauvorhabens möglichst wenig Nachträge kommen. Und das war hier der Fall. Wir haben einen tollen Zeitplan, den, lieber Herr Mulkocz, ihr und euer Team eingehalten habt. Ich glaube 16 Monate. Wir sind auch weitgehend im Kostenplan geblieben. Die Kosten, die zugrunde gelegt waren bei der Zuschussgebung, oder das Land Rheinland-Pfalz bezuschusst uns ja. Und insofern kann man sagen, Ende gut, alles gut. Aber für euch ist es kein Ende, sondern ein Anfang, dem nach Hesse ja immer ein gewisser Zauber innewohnt. Und diesen Zauber heute so ein bisschen mit Ihnen gemeinsam beginnen können, zu können dafür diese kleine Feierstunde auch unter Corona-Bedingungen. Ja, lieber Asghar, jetzt darfst du mal erklären, wie wir die Stadt Andernach, wie die Südstadt Penz, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie die Eltern zu einem auch architektonisch so ansprechenden Gebäude gekommen sind. Ja. Asghar, du hast das Wort. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für Ihr Verständnis. Vielen Dank, Achim. Also ich werde jetzt die Rede nicht ganz so frei auf. Sagen können, so geübt bin ich nicht. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich gerne loswerden möchte. Also nochmal, seien Sie alle recht herzlich gegrüßt. Nun ist es vollbracht. Wir freuen uns sehr, mit Ihnen allen heute die offizielle Eröffnung der Kita Südernacher Penz feiern zu können. In Zeiten von Klimawandel und Ressourcenmangel können wir nicht einfach die Augen verschließen und auf Kredit unserer Kinder leben. Die Rohstoffe der Moderne, Stahl und Beton, bereiten mittlerweile Probleme. Rohstoffmangel und der hohe Energieeinsatz befördern die Kohlenstoffdioxidausstoß. Warum also nicht mit Holz bauen? So sehen wir uns als Architekten besonders verpflichtet, an einem Tag wie heute nochmals darauf hinzuweisen, welche besondere Bedeutung uns als Erwachsene obliegt, mit gutem Beispiel die Zukunft mitzugestalten. Der Biorohstoff Holz ist viel besser als sein Ruf. Holz bindet Kohlenstoffdioxid im Gegensatz zu anderen Baustoffen, die Treibhausgase freisetzen. Noch dazu wächst Holz nach und kann wiederverwendet werden. Bezüglich dieser Weitsicht in Bezug auf Nachhaltigkeit, in Bezug auf die Befürwortung zum Einsatz von Holz,
in Bezug auf weniger Parkplätze wage, in Bezug auf Einsatz von regenerativen Energien über das Soll hinaus mit der Photovoltaikanlage, gilt insbesondere mein Dank einmal als Andernacher Bürger und auch als Erstreckt an Herrn Oberbürgermeister Achim Hütten. Dafür vielen Dank für diese inspirierende Weitsicht. Nun zu dem, was wir geschaffen haben. Es ist ein viergruppiger Kindergarten inklusive eines Mensabaus für die nahegelegene Grundschule entstanden. Technisch umgesetzt haben wir es mit einem Holzrahmenbau und einer vorgehängten, vorgegrauten Holzfassade, die Sie gesehen haben. Der Holzrahmenbau wurde in Segmenten vorgefertigt und als Holztafeln auf der Baustelle zusammengefügt, was einen hohen Vorfertigungsgrad und entsprechende Planung bedurfte. Der Vorteil hiervon, die schnelle Bauweise. Das Gebäude hat ein extensiv begrüntes Dach und insgesamt Maße von ca. 75 Meter Länge und 15 Meter Breite. Damit sprechen wir von ca. 1090 Quadratmeter BGF-Flächen, Bruttogeschossfläche und fast 5000 Kubikmeter umbauten Raumes, die entstanden sind. Zur Energietechnik. Die Kita wurde durch eine Nahwärmeversorgung an die Holzhackschnitzelanlage der Grundschule gekoppelt. Noch dazu wurde auf dem Flachdach eine ca. 60 Quadratmeter große Photovoltaikanlage integriert. Die Anlage erreicht ca. 10 Kilowatt Peak an Leistung, das bedeutet ungefähr 10.000 Kilowattstunden an Energieproduktion im Jahr. Und das entspricht ungefähr 2 bis 3 Einfamilienhäusern an Verbrauch im Jahr. Wir entlasten damit die Umwelt um ca. 4 Tonnen an CO2-Emissionen. Und gerade jetzt, aktuell, ist das ja nicht unerheblich, wenn man die Energiepreise sich anschaut. Noch ein Beispiel mit dem Bau. Der Kita haben wir ca. 135 Kubikmeter Holz verbaut. Damit haben wir ca. 135 Tonnen Kohlenstoffdioxid langfristig gespeichert. Das entspricht ungefähr einem Speichervermögen von 22 Hektar Wald pro Jahr. Das sind ganz besondere Leistungen, die man dann erreicht, wenn man mit Holz baut. Wie Sie merken, wurde beim Bau der Kita Mensa insbesondere die Nachhaltigkeit ins Auge gefasst. Das Gebäude wurde so gesetzt, dass keine Bäume weichen müssten und dass es nicht zu weiteren Versiegelungen von Flächen kommt. Es wurden weitere 6 Bäume gepflanzt und die Außenanlage mit Grünbewuchs ausgestattet. Insgesamt wurden dabei Außenanlagen von ca. 2500 Quadratmeter Fläche bearbeitet. Davon ist allein für die Kita eine Fläche von 1300 Quadratmeter vorgesehen. Zusammen mit dem Gründach wird dieser Bau mit seinen Pflanzungen seinen zukünftigen Beitrag für ein gesundes Mikroklima innerhalb des Stadtkerns von Andernach beitragen. Zeitlich waren wir auch fix unterwegs. Trotz anhaltender Materialverknappung und Unsicherheit auf dem Rohstoffmarkt, welches durch die weltweite Pandemie und den Wiederanspruch mancher großen Volkswirtschaften in Übersee geführt hat, konnten wir das gesetzte Ziel der Eröffnung der Kita im Frühjahr 2022 halten. Damit wurde der Bau inklusive der Außenanlagen innerhalb von 16 Monaten fertiggestellt. Für einen öffentlichen Bau mit den entsprechenden Vergabeprozessen ist dies eine überaus hervorzuhebende Leistung. Der Dank für diese Leistung gilt nicht nur uns, den M-Plus-Architekten, denn Bauen ist eine Teamarbeit. Besonderer Dank gilt hier neben meiner Mitarbeiterin Frau Wiebke Schäfer, die für uns die Projektleitung und Bauleitung innehatte, auch dem Technischen Bauamt der Stadt Andernach, welches unter der Leitung von Herrn Schmitz und Herrn Umscheiden als Bauherrnvertreter ein hervorragender Kooperationspartner war. Hier möchte ich dann namentlich unsere Ansprechpartnerin Frau Kern besonders hervorheben. Schließlich haben Frau Kern und unsere Frau Schäfer die Baustelle sprichwörtlich gerockt. Dafür nochmal ein Dankeschön. Frau Kern. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, ein weiterer Dank gilt natürlich allen Fachplanern und Handwerkern, die mit zu dem Erfolg beigetragen haben. Und nicht zuletzt möchte ich auch noch die neue Kita-Leitung erwähnen, Frau Pelewan-Alt mit ihrem gesamten Team.
Sie hatten sicherlich in den letzten Wochen und Tagen großen Stress. Ja, Sie haben die Kita-Leitung inne. Hast du je keinen Stress? Sie haben die Kita-Leitung inne und Sie werden mit den Kindern die Gebäude mit Leben füllen. Die ganzen Damen hier. Wir hoffen, dass Sie in der Zukunft an diesem Gebäude genauso viel Spaß haben werden wie wir mit dem Planen und Bauen. Vielen Dank. Zum Schluss, als symbolische Schlüsselübergabe, haben wir uns nicht nehmen lassen, zu den Außenanlagen einen Baum zu spenden. Das ist ein Amberbaum. Und diese würden wir nun Herrn Oberbürgermeister Achim Hütten als obersten Bauherrnvertreter der Stadt Andenach in die Hände geben und ihn bitten. Frau Bianca, hol mal dazu, weil sie mit ihren Mitarbeiterinnen dafür sorgen muss, dass der Baum auch stets genug Wasser hat. Ja, ja, und ihn bitten, diese zu pflegen. Ja, also ja. Sie können es jetzt gerne weitergeben, genau. Ja. Also besten Dank nochmal für alles. Ich wollte es nicht versäumen, noch eine Sache zu sagen. Wir sind mit dem Bau für die Architekturen 2022 nominiert worden. Das ist eine Leistungsschau der Architektenkammern im gesamten Bundesgebiet. Die findet am 25. und 26. Juni dieses Jahres statt. Und wir freuen uns, dass wir zu einem Motto nominiert worden sind, was absolut auf dieses Gebäude passt. Nämlich das Motto dieses Jahr heißt Architektur baut Zukunft. Und wir freuen uns, Sie auch dazu begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Asghar Bulcsdag. Ein Gebäude, auf das du, dein Büro, stolz sein können. Bewahrung der Schöpfung. An vielen Beispielen von dir nochmal erklärt. Das war von vornherein unser Ziel. Wir können auch jetzt locker sagen, selbst wenn morgen kein Gas mehr fließen würde, hier wäre ausreichend Strom und Energie vorhanden, um die Kinder, die Pens und auch die Erzieherinnen nicht frieren zu lassen. Und wir tun etwas für die Umwelt und für die Baumspende, den Amber. Ein herzliches Dankeschön. Und Bewahrung der Schöpfung war das Stichwort für die beiden Einsegner, die das jetzt ökumenisch machen. Vielen Dank, Herr Schlösser und Herr Pfarrer Schulte. Ja, so ein Gebäude, das ökologisch auch völlig in Ordnung ist, das ist eine besondere Freude, den uns beiden so ein Gebäude einsegnen zu können. Wir sind heute hier im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit diesem Haus und mit allen, die hier ein- und ausgehen. Amen. Ein Haus für unsere Kinder konnte fertiggestellt werden. Ein Haus zum Spielen und Lernen. Ein Haus, in dem man für die Zukunft gelebt, in dem für die Zukunft gelebt und gearbeitet wird. Ein Haus, in dem man zusammenlebt. Gott hat das Gelingen gegeben. Aus seiner Hand kommt jede gute Gabe. Darum sind wir heute zusammengekommen, um ihn für seinen Segen zu preisen und ihm für die neue Kindertagesstätte zu danken. Ich wollte ursprünglich, hatte meine Gitarre mitgebracht und ein Lied mit Kindern singen. Die sind jetzt nicht so zahlreich heute hier. Aber ich denke, die erste Strophe von Großer Gott, wir loben dich, bekommen wir alle hin. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Gott, unser Vater, du bist die Quelle alles Guten. Dir vertrauen wir unser Leben an und wir bitten dich, dass du auch jetzt bei uns bist und unser Zusammensein segnest. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Für Jesus sind Kinder was Besonderes. Das war für die damalige Zeit gar nicht so. Kinder waren mehr Eigentum der Eltern. Ich lebe zurzeit mit zwei iranischen Frauen zusammen und kriege da mal auch intensiver mit, wie in anderen Ländern mit Kindern umgegangen wird. Der Mord eines Kindes ist kein Offizialdelikt im Iran. Es wird nur geahndet, wenn die Eltern das anzeigen. Das führt teilweise auch dazu, das ist dann durch die Presse gegangen, dass selbst erwachsene Kinder, die nicht so richtig spuren, wie Eltern das wollen, dann halt getötet werden von ihren Eltern, ohne dass groß was passiert. Bei Jesus, für seine Zeit war das anders. Und für uns heute ist das zum Glück hier im Westen, in Deutschland anders. Es gab Ärger unter den Jüngern, wer wohl der Größte unter ihnen wären. Und um dieses Problem zu lösen, sind diese Jünger zu Jesus gekommen. Und damit beginnt diese kleine Lesung für diese Feierstunde. In jeder Stunde kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist im Himmelreich der Größte? Da rief Jesus ein Kind herbei und stellte es in ihre Mitte und sagte, Amen, das sage ich euch. Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Und wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Bianca hat ja als evangelische Leiterin lange Zeit gearbeitet. Das ist eine städtische Einrichtung. Da dürfen wir nicht mehr so rein. Mir fehlt irgendwie das Gitarre spielen, singen mit den Kindern und der Rudi Rabe. Das ist alles nicht mehr möglich. Aber ihr nehmt Kinder auf. Und deswegen ist auch Gott in dieser Einrichtung bei euch. Und wenn wir diese Einrichtung segnen gleich, oder Andreas das tun wird, dann erinnert das daran. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott. Alles, was du geschaffen hast, ist gut. Wir loben dich. Wir preisen dich. Du hast uns aus unseren Kindern das Leben geschenkt. Wir loben dich. Wir preisen dich. Du hast uns berufen, im Vertrauen auf dich miteinander zu leben. Wir loben dich. Wir preisen dich. Guter Gott, nimm dieses Haus unter deinen Schutz, das für viele Kinder unseres Ortes errichtet wurde. Segne die Kinder und alle, die hier ein- und ausgehen. Gib, dass diese Kindertagesstätte ein Ort fröhlichen Spielen, Lernens und Miteinanders ist. Darum bitten wir dich, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wir beten zu Gott, dessen Sohn ein Kind dieser Welt geworden ist. Herr, unser Gott, wir bitten dich, steh den Mitarbeitenden in diesem Haus mit der Kraft deines Heiligen Geistes bei. Lass sie ihre Aufgaben mit Liebe und Geduld erfüllen. Guter Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Hilf den Kindern aufmerksam miteinander zu leben und ihre Begabungen zu entfalten. Guter Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Lass die Kinder in ihren Familien Liebe, Geborgenheit und Zuwendung erfahren. Guter Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Es ist der Herr, der uns die Zukunft bereitet. Darum wollen wir jetzt zu ihm beten, wie sein Sohn uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Alle, die hier leben, seien dem Schutz des dreieinigen Gottes anbefohlen. Der Friede des Herrn begleite euch auf euren Wegen.
segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. So, Weihwasser gibt es jetzt auch noch. Ja, okay. Dann wären wir mit unserem Part fertig. Ich wünsche euch allen weiterhin noch Gottes Segen. Herzlichen Dank, Schlösser Herr Schulte. Stadt Andernach ist eine weltoffene Stadt. Ich glaube, in Andernach gibt es Menschen aus 120, 130 Ländern. Kommen sicher jetzt auch orthodoxe Christen zu uns. Es leben viele Jesiden bei uns, Frau Ali. Es leben Muslime bei uns und aus anderen Regionen. Und wenn wir ökumenisch einweihen, heißt das nicht, dass wir uns ausschließlich auf die beiden großen Religionen, die in Deutschland prozentual vorne sind, beschränken, sondern bei uns ist jeder gleich welchen Glaubens herzlich willkommen. Frau Bianca, Sie haben das Wort. Sie müssen in den Laden schmeißen. Ich schmeiße den Laden von Herzen gerne. Ja, erstmal herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich total, dass Sie alle da sind, aber vor allen Dingen freue ich mich, dass wir diese Kita jetzt eröffnen. Also mein Herz schlägt so ein bisschen für Montag, weil da kommen die ersten Kinder. Ich bin gespannt auf die leuchtenden Augen. Ich kann Sie jetzt nur ganz, ganz herzlich einladen, diese Kita mal zu bespielen, zu begucken. Wir haben die Räume so eingerichtet, dass Sie die tatsächlich ausprobieren dürfen. Fühlen Sie sich eingeladen, mal zu gucken. Wir haben einen MINT-Bereich mit Computer-Ecken, mit einer riesengroßen digitalen Tafel. Da können Sie uns bitte, wenn Sie Lust haben, eine Grußnachricht hinterlassen. Die drucken wir dann aus und hängen die auf, so dass Sie direkt schon mal, dass jeder weiß, wir waren hier. Was wir auch haben, sind ganz viele Räume, wo Sie einfach was entdecken können. Ich kann Ihnen einfach Lust darauf machen, einfach ein bisschen hier zu schauen, was gibt es überhaupt. Und ansonsten fragen Sie uns, was wir mit den Kindern vorhaben. Ich habe zwar eine Rede vorbereitet, wir haben aber jetzt so viele schöne Worte gehört, dass ich gedacht habe, ich kürze das jetzt ab, weil wir wollen alle die Kita sehen, glaube ich, die jetzt hier sind. Ja, ich freue mich, dass Sie da sind und genießen Sie die Zeit hier bei uns und danke an alle Beteiligten, weil so ein bisschen haben hier ganz viele Leute mir meinen Erziehertraum verwirklicht. Das werden Sie merken. Danke an alle Beteiligten, folgt der Einladung der Frau Bianca. Irgendwann würde ich so. Irgendwann kriege ich. Bitte ich Ihnen lieber per Du an, ich das lerne. Ja. Nochmal, dann darf ich auf Sie alle das Glas erheben. Und mein Ausdruck der Bewunderung gilt jetzt heute an diesem Tag der Eröffnung dem Architekturbüro MP. Tolle Ideen verwirklicht, der Schöpfung Rechnung getragen und ein Stück Zukunft für die Stadt Andernach gestaltet. Zukunft, das ihr dann bespielen, beleben, wie auch immer könnt. Ich wünsche dann jedem, dass es euch so geht wie dem Asghar Mulkocz bei der Verwirklichung des Projektes selber. Der ist über sich hinausgewachsen. Und wenn ihr über euch hinauswachst und die Kinder über sich hinauswachsen, dann wächst die Stadt über sich hinaus, einschließlich ihrer Stadtteile, lieber Hartmut Dressel. In diesem Sinne, auf eine friedliche Zeit, nicht nur in der Stadt Andernach, sondern in der Welt, darf ich mit Ihnen das Glas erheben. Prost. Genau, hier starten die Kinder ihren Tag. Wenn die ankommen, treffen die sich erstmal hier im Marktplatz. Hier kommen sie an. Hier wird dann auch die Anwesenheitsliste geführt werden, dass man weiß, wer ist überhaupt da. Das ist auch der Bereich, wo es dann Platz gibt zum Frühstücken, Mittagessen. Das wird hier stattfinden. Und von hier aus können die Kinder dann die Funktionsräume erkunden. So, MINT-Labor. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Also hier gibt es alles von Experimente, ganz viel Technik. Sie sehen, auf dem Tisch haben wir Tablets, die tatsächlich für die Kinder zu nutzen sind. Eine große digitale Tafel, also alles, was auf dem Tablet ist, kann dann auch projiziert werden auf unsere digitale Tafel. Daran kann gemalt werden. An dem Tisch sieht man schon verschiedene Experimente mit Mikroskopen aufgebaut, aber auch. Ja, es geht auch um Magnetismus, um Geometrie, um optische Illusionen. Das ist alles in diesem Raum zu finden. Sehr umfangreich. Hier sind wir im Nebenraum des MINT-Labors. Hier wird es rund um das Element Licht gehen. Deswegen auch der Lichtertisch.
Hier wird es auch noch einen Projektor geben und mit einem digitalen Teppich und einem Roboter zum Programm, zur ersten Programmiererfahrung zu machen. Aber natürlich auch hinten einen Bereich zum Ausruhen, zum Kuscheln, zum sich mal zurückziehen. Dafür ist der Nebenraum gedacht. Hier sind wir in unserem Atelier, also der Kreativraum. Alles, was mit Malen, Basteln, Gestalten, aber auch natürlich handwerklich Werken zu tun hat, wird sich hier abspielen. Der Raum ist jetzt noch relativ kahl, aber er wird dann nachher von den Kindern gefüllt werden. Ja. Verschiedene Staffeleien, verschiedene Farben, verschiedene Techniken können die Kinder dann hier ausprobieren und natürlich kommen dann noch je nach Wunsch der Kinder Materialien dazu. Der Nebenraum des Ateliers ist unser sogenanntes Chamäleonzimmer und das heißt so, weil er sich stetig verändert. Also die Kinder bringen hier ihre Ideen mit, wenn die jetzt zum Beispiel sich überlegen, wir brauchen unbedingt eine Polizeistation. Dann wird zusammen überlegt, was brauchen wir dazu, wie können wir da hier umgestalten, dass das eine Polizeistation ist. Deswegen Chamäleonzimmer, weil es im ständigen Wandel ist und sehr von den Kindern natürlich bestimmt wird, was hier reinkommt und wie wir es einrichten. Hier sind wir jetzt in unserem Bauraum. Hier ist ganz viel Platz. Sie sehen, mit Absicht sind hier kein Möbel gestellt. Also auch diese Kästchen ist alles variabel für Kinder, weil es in anderen Kitas, in anderen Gruppen oft so ist, die Kinder bauen und bauen und irgendwann kommt ein Tisch, ein Stuhl ist im Weg, ein Schrank ist im Weg. Und hier ist wirklich ganz, ganz viel Platz zum Bauen. Die Materialien können ausgetauscht werden. Im Nebenraum haben wir da ein großes Lager, wo die Kinder sich dann bedienen können und dann selber ins Gestalten kommen. In der Ecke haben wir Spiegel über Eck, dass man auch, wenn man etwas gebaut hat, sehen kann, wie sieht denn das vielleicht im Spiegel aus oder über zwei Ecken im Spiegel. Dafür ist die Ecke gedacht. Hier sind wir in unserem Nestgruppenbereich. Das ist für unsere ganz Kleinen. Wir nehmen Kinder ab einem Jahr auf. Und hier finden sich eigentlich Elemente aus allen Funktionsräumen auch wieder, aber eben alles nochmal in klein, dass die Kleinen wirklich einen Rückzugsort haben, wenn wir sonst überall anders Trubel haben. Deswegen der Nestgruppenbereich. Das ist der sogenannte DAX-Bau, der leider noch nicht geliefert wurde, aber es ist zu schade, um nicht zu präsentieren, dass das da hinkommt. Es wird also quasi fast so groß wie diese Wand auch werden. Es ist ein Kletterelement, aber auch mit Rückzugsmöglichkeiten für die Kleinen auf verschiedenen Ebenen, verschiedene Herausforderungen, die sie motorisch bewältigen können. Im Nebenraum vom Nestraum ist dann auch der Bereich, wo die Kleinen sich ausruhen können. Wir haben also richtige Betten zum Schlafen. Da wird auch jeder seinen festen Platz haben, den er dann finden kann, um sich zurückzuziehen und auszuruhen. Oder? Ja, absolut. Hör zu, die klettert auf dem Rücken von dem Atem. Du weißt, hat nur